Liebe Leute, willkommen zurück zu Ikarus. Wir springen direkt rein und machen weiter, wo wir aufgehört haben. Aber ich würde sagen, wir schnappen uns einmal ein paar Barren. Achso, warte mal, das muss ich hier reparieren. War das nicht so? Repare. 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 So, was will er hier haben? Knochen. Ach, an der Werkbank. So. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wie ich ja schon sagte, es gibt für alles eine Werkbank. Warum gibt es denn nicht einfach eine Reparaturbank, an der man alles reparieren kann? Warum muss ich denn mein Messer da reparieren? Ich verstehe schon, weil da wird halt mit Eisen und so weiter. Aber wisst ihr, was ich meine? Dann kann man doch einfach eine Reparaturbank machen, wo man alles reparieren kann. Und nicht hier das, da das und da was anderes. Das ist doch... Wisst ihr, was ich meine? Das fällt mir auch erst auf, seit ich das so viel gespielt habe, dass hier so ein paar Dinge so ein bisschen unlogisch sind. Aber hey. Gutes Spiel bleibt gutes Spiel. Mhm. So genau, wir haben angefangen, hier das Fundament zu erneuern. Ich würde sagen... Warte mal, was brauchten wir nochmal genau für das hier? Wir brauchen in jedem Fall mehr Holz, mehr Stein, mehr Leder. Mit Eisen können wir, glaube ich, ganz gut dienen bisher. Und da es, glaube ich, schwieriger ist, Leder zu besorgen als Holz, beginnen wir damit. Denn ansonsten stehen wir irgendwann da und haben Unmengen an Holz, hier wie beim Hornbach, aber kein Leder. Und deshalb... beginnen wir irgendwo. Und vielleicht habe ich ja Glück und finde auf dem Weg noch 11 Hasen. Aber ja, jemand von euch hat geschrieben, bricht doch einfach die Mission ab. Das dauert ein bisschen, kannst du eine neue machen. Aber wir schauen jetzt mal. Also die Missionen stehen hier nicht an erster Stelle für mich. Ich finde es aber komisch, dass ich hier keine Fackel drin habe. Die war doch nicht kaputt beim letzten Mal. Habe ich die gerade... Oder... Ich habe mir doch in der letzten Folge eine neue Fackel gemacht, oder nicht? So machen wir das mal. Das können wir zerstören und das ebenfalls. Und ihn auch. Und er sagt auch Tschüss. Und den droppen wir genauso wie ihn. So, das kann ebenfalls weg. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Holz. Das ist ja nicht verkehrt. Wir sind bei 60 Kilo, das ist okay. Für ein bisschen Leder sollte das jetzt noch reichen. Wir bleiben in der Umgebung meiner Hütte und schauen mal, was ich hier so finden kann. Einen Wolf. Das hätten wir schon mal. Ja, wir nehmen jetzt mal alles mit, was wir tragen können. Denn das wird später noch relevant. Es gab inzwischen natürlich wieder einen neuen Patch und der hat viele Sachen dieses Galileo-Patches in Ordnung gebracht, also viele Bugfixes und so weiter. Und jetzt beginnen sie mit dem nächsten großen Patch, der nennt sich Hypersha, glaube ich. Und was genau es damit auf sich hat, habe ich vergessen. Es war irgendwas, wo ich dachte, ja, okay. Ist jetzt nicht so wichtig für mich persönlich, aber gut für euch, liebe Entwickler. Aber ja, die arbeiten dran und die machen immer schön Werbung für diese Inneneinrichtungs-DLC-Sachen. Da hinten war. Und ich stehe ganz kurz davor, 4,99 für irgendwelche Bilder auszugeben. Aber ich will erstmal ein bisschen voranschreiten im Spiel, bis sich das auch lohnt und ich mir das auch leisten kann dann im Spiel und das nicht einfach nur dann im Technikbaum verfügbar ist, aber ich kann es nicht kaufen quasi. Weil das wäre dann, glaube ich, doch großer Quatsch.
So, schauen wir mal, was kann denn weg? Die Steine können auf jeden Fall raus. Kohleerz. Ein Hase. Oh, er entfernt sich, sowas Blödes. Es gibt doch auch im Technikbaum irgendeine Fähigkeit. Nee, im Talentbaum. Tiere besser aufspüren zu können oder so. War das nicht so? So, Nummer 3. Was hätten wir? So, dann hauen wir den Käse hier mal rein. Am besten hier oben gleich. Leder, Knochen, L. Was haben wir hier drin? Genau, da können wir den Holzboden schon mal reinmachen und auch den Holzbalken. Das werden wir, glaube ich, gar nicht mehr benötigen. Hier können wir ja schon mal Holz reinhauen. So wird ein Schuh draus, glaube ich. So, ja, Kohleerz, das Thema. Es gibt kein Kohleerz auf unserem Planeten. Erze sind dazu da, um Metalle herzustellen. Das weiß ich. Aber so heißt es hier nochmal. Es heißt Kohleerz, denn auf diesem Planeten gibt es Kohleerz. Und so nenne ich es dann natürlich auch, weil so nennt es das Spiel. Also, regt euch bitte nicht auf. So nennt es das Spiel. So. Das hätten wir. Okay. So, ein bisschen was ist dazugekommen. Das wird noch nicht reichen. Aber für den Anfang ist das schon mal etwas. Und jetzt würde ich sagen, mähen wir hier alles nieder. Also die Axt haut ordentlich rein, so viel steht fest. Na, da war's doch grad. Zeig dich da. Sehr gut. So, das geht auch ratzfatz hier. Dann gucken wir uns das nochmal an. Wie viel wir hier zusammenwürfeln können. Wir hauen mal alles rüber, was wir gerade haben. Es fehlt
Stein, ne? Ja, okay. Ein bisschen Stone. Aber davon haben wir hier jede Menge hier in unmittelbarer Umgebung. Haben wir denn 116? Das wird mir noch gar nichts bringen. Ich brauche immer zwei, glaube ich. Und ich meine, ich brauche ja auch nicht nur Boden oder Fundament, ich brauche auch noch Boden und Wände. Zack. Stein. So. Sollen wir mal ein bisschen nachzählen, wie viel wir brauchen? Also das Ding hier, das kriegen wir bestimmt auch noch repariert, denn das hat ja beim letzten Mal nicht so richtig gepasst. Also sagen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mindestens 7, mindestens 8. Okay. Warte mal, das hier, mach mal eine 8. Das passt sogar sehr schön. Hallo? Okay, passt doch nicht. Da haben wir 4, gerade mal die Hälfte, okay. Warte mal, dann kann das ja so lang arbeiten. Und ich kann mal schauen, dass ich Überlastung. Was haben wir denn hier reingehauen eigentlich? Ah, ein bisschen Essen. Können wir auch die Kohle reinhauen? So. Dann machen wir auch den kaputt. Was haben wir hier? Ein bisschen Salz, ja. Ist halt die Frage, holen wir diesen Dehydrierer, diesen Trocknungsständer und hauen das raus quasi. Und das ist für mich auch neu mit dem Salz. Warte mal. Ach ja, die tolle Angelbox. Ein Fisch, der niemals schlecht wird. Auch sehr cool. Und hier haben wir das bisschen Zeug, das können wir ebenfalls nach oben bringen. Dann haben wir noch eine weitere Kiste. Sehr gut, na das läuft doch. Ist glaube ich jetzt auch neu, dass man unter der Gewichtsanzeige jetzt unten in der Mitte den gelben Balken sieht, wie viel Platz man im Inventar noch hat. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Und und ich glaube, das wäre mir aufgefallen. So, zeig mal her. Dann würde ich fast sagen, machen wir da mal das Salz rein. Und können hier ja dann den Krempel reinhauen. 100 sogar, sehr schön. Und das ist schon voll hier, ne? Das ist, das wird nicht mehr gehen. So, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Das kann weg, das kann weg. Upgraden ging nicht, weil es kein Fundament war, sondern ein Boden. Schauen wir mal, es wäre halt cool, wenn man den Boden anebnen könnte. Ich finde sowieso, also die Grundbedingungen sind eigentlich da, um hier richtig Terraforming zu betreiben. Ich meine, ich kann die Steine ja auch so abbauen. Das wäre es halt, wenn man so ein richtiges Tunnelsystem bauen könnte, was dann in so eine Höhle führt oder irgendwie sowas. Das wäre es. Ich kann mir vorstellen, dass das wesentlich aufwendiger ist jetzt, als einfach nur zu sagen, das wäre toll. Aber könnten sie ruhig mal machen, finde ich, weil das sieht halt auch, ja, nicht ideal aus. So, aber ein Anfang ist gemacht. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Jetzt schauen wir noch mal eben, was hier fehlt. Immer noch Stein. Ansonsten sieht alles soweit gut aus. Wir können ein paar Nägel dazu holen. Hau mal raus. Und dann besorgen wir noch ein paar Steine.
Sehr gut, so. Dann gib mir ein paar 7, ja, das ist doch gut. Achso, und als ich letzte Folge meinte, irgendwie so ein Tauchanzug aus Fischhaut wäre cool. Mir ist schon klar, dass der hier einen anhat, mit dem ich auch tauchen kann und Sauerstoff habe. Aber darum ging es so ein bisschen. Den halt nicht mehr so tauchfähig machen, sondern man muss erst aus Fischhaut sich einen bauen, mit dem man dann tauchen kann. Oder den hier upgraden mit Fischsachen, damit man tauchen kann. Irgendwie sowas, dass man so ein bisschen mehr zu tun hat. Weil jetzt einfach nur zu sagen, okay, ich springe hier rein und dann ist gut. Wisst ihr, was ich meine? Wenn das Spiel schon einen auf umfangreich macht und auf, ja hier, du möchtest eine Pusteblume basteln, dann brauchst du erstmal eine Werkbank. Dann kann man ja vielleicht auch in die Richtung denken. Das fände ich halt irgendwie ganz nett. Aber wer weiß, was da noch kommt. Und ich meine, die haben so viel Wasser auf dieser Karte, finde ich. Hier, das ist schon, da kann man schon ein bisschen mehr draus machen. Schaut euch das hier mal an. Kann man doch durchaus mal schauen, dass man irgendwie tatsächlich, und es gibt eine Unterwasserhöhle hier in der Nähe, aber das so richtig ausbaut und dafür aber dann eben so einen bestimmten Anzug benötigt. So, der Boden. Warte mal, bevor wir das machen. Loaden wir das erstmal. Achso, das ist auch so ein bisschen komisch. Erst muss das da rein. Dann muss das da rein. Und dann wird es gefüllt. Wunderschön, vielen Dank. So. Schaut mal, der würde zum Beispiel direkt dahin gehen. Ach, das könnte das Problem sein, ne? Das wird nochmal eine Stufe höher. Aber ganz im Ernst, stört mich nicht. Na? Hallo? Ja. Na, das wird nicht gehen, ne? Okay. So, na, wenn das nichts ist, sieht doch schon viel besser aus hier. Großer Hirsch. Das ist doch sehr schön. So, hier wächst und gedeiht alles. Könnte ein Kunstwerk werden. Hier. Gewichtsmäßig ist auch noch okay. Gefällt mir eigentlich. Die haben hier auf jeden Fall
einen riesigen Spielplatz gebaut quasi. Und damit meine ich nicht nur die Welt an sich, sondern auch die Möglichkeiten, die man hier hat. Das ist ähnlich wie in Seven Days to Die, finde ich. Da kann man ja richtig graben und alles und selbst noch bauen und hier und da. Und das könnte hier genauso werden. Da müssen die allerdings, ja, vielleicht nicht jetzt sofort, weil die sollten erstmal an den Sachen arbeiten, die sie jetzt hier gerade so auf dem Schirm haben. Aber so ein richtiger, riesiger Spielplatz, wo man buddeln kann und graben kann und Wasser irgendwo einfließen lassen kann. Da macht man seine eigenen Flüsse und die führen dann irgendwo hin und die versorgen dann eine Mühle und die treibt dann irgendwas an, was dann irgendwie Strom erzeugt. Irgendwie sowas. Dass man sich hier so richtig austoben kann. Denn dafür ist alles schon da irgendwie, aber ich verstehe natürlich auch, dass die sagen, naja, haben wir gerade nicht so auf dem Schirm, also das muss man ja auch nicht immer alles sofort haben, aber ich hoffe, dass die da vielleicht irgendwann mal drüber nachdenken. Denn das wäre ansonsten schade. Ich schau mal lieber, wie viele Böden ich hier noch brauche. Ja. Hau raus. Ja, das wäre ansonsten schade, wenn man hier diese ganzen Möglichkeiten hätte und die Engine und alles und das alles in schöner Grafik. Wenn es dann am Ende das bleibt, was es ist. So schön Icarus ist und so toll ich das Ganze finde, aber vielen Leuten ist das auch einfach ein bisschen zu öde oder die reizt das nicht. Aber ich glaube, wenn man hier so richtig ausflippen könnte. Und das kann ja ein einzelner Spielmodus sein. Das muss ja nicht hier im Singleplayer-Modus möglich sein. Und tatsächlich vielleicht die Berge mit einbeziehen. Dass man bis da hochbauen kann oder irgendwie so. Halt so ein bisschen Minecraft in etwas erwachsener. Nicht, dass Minecraft für Kinder ist, aber rein grafisch spricht es mich jetzt zum Beispiel nicht so super wie sie an. Ich werde das auch nochmal ausprobieren und so. Ich glaube, das kann auch eine ganze Menge. Ich glaube, das hat auch einen Weg geebnet für viele andere Sachen. Aber stellt euch das mal vor, in der Grafik auch so eine richtige Farm haben und dann Felder anbauen können und so. Boah, das wär's. Und das Ganze dann noch im Koop, wenn man das möchte. Also das ist... So. Ist das hier jetzt richtig? Jetzt haben wir's. Da haben wir... Ja, das sieht ja schon ein bisschen besser aus jetzt. Das machen wir auch noch. So. Na, das ist doch schon mal was. Ein Anfang ist gemacht. Das können wir rüberhauen. Das kann weg. Das schnappen wir uns. Grillkarotte. Würde ich sagen, schlafen wir einmal. Dann haben wir das auch erledigt. Ich glaube, hier hatten wir noch ein paar. Genau. Ja, sehr gut. Ja, ist nicht ideal, aber... Okay. So, dann würde ich sagen, bauen wir noch ein paar Balken. Um genau zu sein, 2. Warte mal, dann würde ich fast sagen, das Ding haben wir dahin. Bis jetzt der größte Fehlkauf, ehrlich gesagt, weil... Ne? Aber was soll's. So, und dann, ja, da haben wir gerade was dran. Machen wir das Ganze so. Und dann sieht das doch schon ein bisschen besser aus. So, was fehlt denn jetzt noch? Sagen wir mal, wir wollen die Böden hier oben austauschen. Es bleibt weiterhin bei Stein. Alles andere sieht ganz gut aus. Also, sammeln wir einen Stein auf. Für 16 ist nicht mehr weit. Und dann schauen wir mal, was wir da freischalten.
Okay. Jetzt kommt erstmal der nächste Sturm. Der sah aber relativ harmlos aus jetzt im Vergleich zu dem mit dem Gewitter. Okay. Ziehen uns zurück und stellen hier alle möglichen Böden her. 16, gar nicht schlecht, weil die will ich nämlich hier alle austauschen. Holzbalken kann ebenfalls weg. Oh, sucht ihr euch Schutz? Oh, wie schön das ist. Fünf. Auch schon mal rübernehmen. Warte mal, kann ich das jetzt einfach... Okay, so geht das. Wie schön das ist. So, jetzt könnte es schwierig werden. Wir schauen mal eben. Ja, das ist schon das Schlimmste, glaube ich. Ein paar Bäume fallen. Aber so richtig Schaden kommt jetzt nicht auf. Hier haben wir ein bisschen was. Mit der Angel repariere ich das. Aber halb so wild. Na, wie lange ist der Sturm noch da? Ja.
Sehr gut. Stimmt, die muss ich ja erst machen. 16, sehr schön. So, der Sturm ist überstanden. Alles hat irgendwie überlebt. Hochgestuft. Denn hier immer die falsche Taste? Durability. So, dann schauen wir mal, wie weit die Böden hier sind. Ja, gib erstmal. Wie gut das ist. So, 4. Zack, zack, zack. Damit hätten wir hier oben alle. Und wie viele haben wir noch? 3. Nehmen wir die 3 noch. Machen hier das Beste draus. Dann sieht das Ganze doch schon ein bisschen stabiler aus. Sehr schön. Dann würde ich fast sagen, wir trinken mal kurz was. Naja, gut. Warte mal, da haben wir doch... Das ist nicht... Ach, habe ich die antiparasitäre Dings nicht? Ich probiere jetzt einfach mal beide. Nee. Naja, kann nicht schaden, ein bisschen was zu nehmen. Nehmen wir das mal. Reparieren, reparieren, reparieren. Dann hauen wir das hier zurück. Das können wir zerstören. Und dann bauen wir 2 davon. Schön. Das Holz können wir rüberhauen. Stein ebenfalls. Wie viel Platz haben wir? Das passt. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir einmal hoch zu diesem See und schauen uns das Ganze an. Vielleicht finden wir in der Zwischenzeit ein paar Hasen. Wie bricht man das nochmal ab? Man lässt einfach den Bogen fallen. So, da drüben war die Höhle. Genau, zwischendurch ein Wolf oder so kann natürlich auch nicht schaden, denn wir brauchen auch noch jede Menge Leder. Denn wir müssen auch noch das gesamte Außenmauerwerk upgraden. Mäh.
Bescheuerte Mission. Wir haben fast die Hälfte. Das ist also okay. Ich glaube, ich darf nicht explizit nach denen suchen. Das muss einfach dann so, wie es halt kommt. Bisschen die Augen offen halten und dann geht das schon. Aber ja, meine Lieblingsmission ist es auf jeden Fall nicht. Hab ich doch gar nicht hingezielt. So, gib mal ein bisschen Leder. Sehr gut. So, wie weit sind wir denn? Ah, direkt hier vor uns. Ich bin gespannt, wie es später mit dem Ruckeln wird, wenn ich dann mal ein Reittier habe und wesentlich schneller unterwegs bin von Bereich zu Bereich. Weil jetzt, wenn man hier so durchrennt, merke ich schon zwischendurch ganz kleine Ruckler. Nichts wirklich Weltbewegendes. Und nichts im Vergleich zu vorher. Aber das könnte sich natürlich nochmal ändern, wenn man hier doch nochmal eine ganze Ecke schneller unterwegs ist. Da unten. Ach, das müsste gehen hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hier richtig verstanden habe. Ja, jetzt wo es natürlich auch Errungenschaften gibt für Ikarus, sollte man irgendwie alles nochmal machen, weil es ist sowas wie mit Pfeile und Bogen Fisch fangen oder das Tutorial abschließen oder sowas. Dafür gibt es alles Errungenschaften, die vorher natürlich nicht drin waren. Oder zumindest nicht in dem Umfang und jetzt schaltet man das frei und dann steht da 1,3% aller Spieler haben das freigeschaltet, weil es gerade halt einfach keiner mehr so richtig spielt. Und ich hoffe für die Entwickler und für Ikarus, dass das wieder so ein bisschen in Schwung kommt. Und ich denke, mit den Performance-Verbesserungen könnten die da auf einem guten Weg sein. So, jetzt schauen wir mal. Ob ich das hier richtig verstanden habe. Mal eben schauen, wo hier die Wasseroberfläche ist. Die ist hier, okay. Ich mit mir, Freundchen. Fischstückchen. Ja, also ich kann hier jetzt keine Höhle entdecken, keinen Durchgang. Das mag ja aber natürlich nichts heißen. Aber verdammt tief ist es hier auf jeden Fall. Die Fackel, das wäre so ein typisches Gaming-Ding gewesen, unter Wasser die Fackel anmachen. Nee, also wohl am Nordufer und, ja gut, das ist hier drüben, aber da war ich ja auch schon. Ansonsten, Spacelab Commander, schreibt gerne nochmal. Vielleicht
mit einer Minutenanzeige, wo ich vielleicht in der Nähe war oder wo man es gesehen hat, aber ich nicht und so. Das ist. Vielleicht bin ich ja auch falschen See, aber ich habe es jetzt so verstanden. Der nordöstlich von mir. Ziehe ich mich erstmal kurz zurück. Bakterielle Infektion, na, das habe ich gerade nicht, okay. Aber Gesundheitsregeneration ist also schon okay. Dann essen wir mal eine Melone und davon was und lecker das hier. Und dann müssen wir die 140 Sekunden noch durchhalten. Warte mal, vielleicht ist der Durchgang ja auch vorne und das führt dann erst nach unten. Das da hinten sieht doch fast so aus wie so eine Öffnung für eine Höhle, oder? Oder etwa nicht? Wir schauen mal eben. Nee, ist aber nicht so. Ich hätte gedacht, das könnte hier durchaus sein. Aber wie gesagt, der Durchgang kann ja auch durchaus überirdisch sein. Denn unterirdisch habe ich jetzt nichts gesehen. Ist das ein Hase da? 7. Backpack full. Ah, vielleicht kann man das ja stacken. Nee, okay. Ja, schade. Schade, schade. Ist auf jeden Fall ein Riesensee. Weiter reinzoomen kann ich leider nicht. Hauptufer wäre hier. Ich denke fast nicht. Schade. Naja, ich hab's probiert. Wieso werde ich denn hier eigentlich vergiftet, wenn ich im Wasser schwimme? Was hat's denn damit auf sich? Da kann ja was nicht stimmen, wenn ich das auch trinke. Und da dann aber nichts passiert. Wobei, bakterielle Infektionen können ja durchaus vorkommen. Naja,
Kern mal um. Wie gesagt, wenn ihr da Hinweise habt, dann bitte gerne her damit. Wir machen uns auf den Rückweg und schauen mal, dass wir noch ein bisschen Stein besorgen und sowas, denn das ist nun mal ein Großteil von Ikarus. Bäume fällen, Stein abholzen und Kohleerz besorgen. Oh, Ruckler des Jahrtausends gerade gewesen. Aber wir erinnern uns, so war es im ersten Durchlauf. Die ganze Zeit. Alle 50 Meter hat es so heftig geruckelt. Und dann macht es tatsächlich auch keinen Spaß, das zu spielen. Ja, stimmt er mir zu. Und jetzt, seitdem es so viel besser läuft, spielt es sich einfach nochmal ganz anders. Denn ich finde Spiele, die so einen guten Gameplay-Flow haben, wo es um Holz und so, wo alles so intuitiv irgendwie ist. Das Inventar erklärt sich irgendwie und dann kann man Holz besorgen. Das kann man zu so Holz... Warte mal, war ich hier schon mal? Muss mal eben schauen. Nee. Ich habe eh keinen Platz mehr. Aber das wächst ja schon hier draußen. Das ist ja unglaublich. Ja. Schauen wir nochmal eben. Das ist auf dem großen Bogen, genau in der Mitte oben drauf. Ja, und das zu Holz bündeln machen und so weiter, das ist alles so angenehm und so schön. Und gleichzeitig kann man es halt auch wirklich friedlich spielen und sich nur mit dem Bauen beschäftigen. Oder man macht so ein Mittelding, ist immer mit dem Unwetter konfrontiert. Wenn man Pech hat, kommt mal ein Bär vorbei oder sowas, wo man dann wirklich möglichst lang überleben möchte. Habe ich mich verlaufen? Nee, hier. Wir geben Gas. Juhu, wir sind wieder da. Ja, so. Ein schöner Ausflug. Auch wenn er gerade nicht so super viel gebracht hat. Aber wir haben mal ein bisschen was von der Welt gesehen. Schwefel können wir einmal hier unten auffüllen. Des Weiteren haben wir, glaube ich, hier noch Schwefel drin. Genau. Dann muss ich gleich noch ein paar Kisten bauen. Ob wir das mit dem Feuer jetzt hier so lassen, bin ich noch nicht ganz sicher. Oh, kein Kohleerz mehr. Karotte. Mir das mal her. Dann hauen. Ach nee, warte mal, die ist ja schon. Nehmen wir die Fischstückchen. Doch, ich befürchte, Kohleerz habe ich nur noch hier oben drin. Und da will ich das auch belassen. Weil das ansonsten... problematisch wird hier mit dem Brennstoff, denn ich finde, das dauert immer am längsten und dann sollte ich das dafür auch verwenden. So. Dann essen wir ein bisschen was, das ist doch gar nicht verkehrt. Ja, immer noch jede Menge Stein. Hoho. Ist das furchtbar. Aber gut.
ich das gerade sehe, ja, die Bauteile nicht. Oh, was haben wir denn hier mit dem Angeln? Vergrößerung des Fangbereichs beim Fischen. Wir haben 2 Punkte, das ist also schon okay. Jetzt ist eben die Frage, Stein wiegt im Inventar weniger, ist nicht verkehrt. Erhaltet zusätzlich zu den beim Abbau von Erzvorkommen geschürften Ressourcen Stein. Halte ich fast für Quatsch. Mehr Steine, das ist gerade relevant. Erhöht Inventargewichtskapazität. Das macht gemeinsam irgendwie Sinn. Dann Bewegungsgeschwindigkeit kann ich schaden. Sauerstoffverbrauch, Hunger und Durst. -20%. Erhöht Holz, Stein und Faserertrag. Das haben wir bereits. Mehr Holz. Das machen wir mal. Wir haben 3 Punkte verfügbar. Und jetzt schauen wir mal eben, was es sonst noch so für uns zu sehen gibt. Feuerschale, Häutungsbank. Angelfalle. Warte mal, die Laterne. Ja, Glas habe ich nämlich noch nicht. Wie stelle ich denn Glas her? Wie war das denn nochmal? Was kommt da? Set von Steinstatuen, das ist doch wichtig, oder nicht? Zimmermannsbank, Holzboden. Oh, aber schöner Holzboden. Holzwände, ich weiß halt nicht, wie stabil die sind, ehrlich gesagt. Im Vergleich zu Steinen. Kommt Glas vielleicht erst später, kann das sein? Der Bearbeitungsbank übrigens, im Vergleich zu Werkbank. Haben wir denn Glas gehabt? Oh, auf die Waffen freue ich mich, die Gewehre und so. Die haben Spaß gemacht. Hier, Glas. Dafür brauche ich Glas. Werkbank für Glasarbeiten, das wird es wahrscheinlich sein. Ja. Also, kann ich mir das hier noch sparen? Steinwand brauche ich auf jeden Fall. Ein Mahlset. Die Textilienbank kann ich schaden. Kräuterkundebank. Was habe ich davon? Erstellen, kreieren, ausarbeiten. Ich schätze fast eher, weil wir da ja auch im Kommentarbereich drüber gesprochen haben, dass die Kochstation nicht ganz unwichtig ist. Und dann nehmen wir, ja, die Laterne war das mit dem Glas, das ist Quatsch. Dann nehmen wir die Textilbank, damit kann ich jetzt noch nichts anfangen, Textilienbank. Aber dann haben wir sie schon mal. Schon wieder. Das ist ja ungeheuerlich. Dann machen wir noch ein paar Böden, das sind eh nur 4. Dann schauen wir hier mal eben rein, Steinmetzarbeiten, das haben wir. Textilienbank. Wir brauchen Holz und ein bisschen Stein. Das machen wir mal, bevor der Sturm da ist. Beeil dich. Let's go. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was für eine Art von Sturm hier aufzieht.
So, die Textilienbank können wir bauen. Sehr gut. 4 Eisenbarren, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann bauen wir die Kochstation. Ich würde fast sagen, die platzieren wir auch hier oben. Obwohl schlafen und wohnen und kochen unten und versorgen quasi und hier oben wird nur gebastelt. Das macht vielleicht am meisten Sinn. Weil dann ist hier so ratzfatz wieder kein Platz. Das Haus wird sowieso wahrscheinlich noch größer werden, als es jetzt schon ist. Aber hier unten ist so viel Platz, schaut man, dadurch, dass ich hier jetzt kein Lager mehr habe. Dann kochen wir da an der Stelle. Jetzt muss ich mal eben schauen, was hier möglich ist. Für dieses Rezept, was... Eine wichtige Zutat für energiereiche Gerichte. Ohne Lipid wäre das Leben auf praktisch keiner Welt denkbar. Gefüllte Avocado? Was? Avocado? Gigantisches Steak. Salzwasser, Fischfilet, Waldbeeren und Erdbeere. Habe ich alles schon mal irgendwie gesehen, aber Avocado ist mir jetzt auch neu. Aber gut, das haben wir jetzt erstmal. Nicht, dass das super nötig war jetzt, aber... Dann würde ich sagen, hauen wir die Textilienbank auch hier unten hin. Das zählt auch irgendwie in gewisser Weise zur Versorgung. So, hier können wir Seile herstellen. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Aber die hätten wir schon mal. Wir hauen das Holz mal rüber. Stein ebenfalls. Wir haben 4 Steinböden. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das einfach so... Naja, immerhin, das ist doch schon mal was. Das können wir zerstören. So. Soweit, so gut. Haben wir hier noch ein bisschen Platz drin? Das haben wir tatsächlich. Hier Leder... Ja gut. Der Sturm ist wirklich sehr, sehr seicht, was aber gut ist, denn kann man in Ruhe hier weiterarbeiten. Der ist nämlich auch gleich schon wieder vorbei. So, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Wir springen wieder rein. Das hauen wir mal rüber. Und jetzt 16 Steinwände. Gar nicht schlecht. Ja, kurz Werbung in eigener Sache. Nur weil ich glaube, dass das Video hier vielleicht mehr Leute sehen, als jetzt in Discord zu schauen oder so. Am Montag, den 12. Juni,
erscheint wohl die neue Alpha von Seven Days to Die. Und an diesem Abend gegen 19 Uhr streame ich zusammen mit Louis Zockt auf Twitch. Wer Twitch nicht mag und da nicht hinkommen möchte, ist völlig okay. Den Stream wird es dann im Anschluss, leider halt in schlechterer Qualität, aber den wird es dann hier auf YouTube geben. Ansonsten bin ich sicher, dass alle Seven Days to Die Fans da durchaus selbst mit beschäftigt sein werden, das zu spielen. Also, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil ich immer häufiger dann so nach dem Livestream am Tag danach höre, habe ich nicht mitbekommen, auch wenn ich einen Beitrag auf YouTube poste oder den Livestream ankündige irgendwo. Viel mehr Kanäle habe ich da leider nicht. Also deshalb dachte ich mir, erwähne ich es mal hier im Video. 12. Juni, Montag, abends auf Twitch. Seven Days to Die. Musste ich auch erstmal wieder runterladen. Nicht nur wegen neuen Rechner, sondern auch so, ich habe es auch vorher schon deinstalliert gehabt auf dem anderen Rechner. Weil ich da dann irgendwie so ein bisschen gesättigt von war, aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da Neues ist, aber ich werde erstmal eine Stunde oder zwei brauchen, um das alles wieder ein bisschen zu checken und so. Aber dafür hat man ja am Livestream auf jeden Fall Zeit. So, Steinwände. Ach nee, warte mal, das können wir jetzt so machen. Ach so, ersetzt er das dann gleich mit Fenster? Tatsache, die haben ja an alles gedacht. Das ist schon ganz schön. Auch, dass die Fackel dran bleibt und alles, ne? Kleinigkeiten. Leute, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Einsatz in vier Wänden. Das war's mit den Wänden, aber ein Anfang ist gemacht. Zeig mal her, das alles haben wir. Was fehlt denn hier? Stein. Ja gut, vielleicht mache ich das off-camera mit dem Stein. Weil ich meine, ihr seht, die Folgen werden jetzt schon länger, was einfach daran liegt, dass es jetzt auch einfach so viel zu tun gibt, dass ich da so ein bisschen vergesse, was die Zeit angeht. Am Anfang war es durchaus mein Ziel, kurze Folgen zu machen und so. Und dann ging das auch, weil man dann ein Level und ein bisschen was freischalten, Fundament bauen und so weiter. Aber jetzt gibt es so viel zu tun und das ganze Haus hier einmal zu upgraden, dauert halt auch ein bisschen. Und deshalb werden die jetzt einfach auf natürlichem Wege ein bisschen länger, die Folgen. Aber ich denke, das stört euch nicht, das habe ich schon mitbekommen. Und wir werden uns auf jeden Fall in jeder Folge die Zeit nehmen, die Sachen so zu machen, wie ich es gern hätte. Also ich werde hier nicht durchrushen und irgendwie versuchen, möglichst schnell irgendwas zu erreichen. Das Ziel dieses Let's Plays ist es hier tatsächlich einfach zu überleben, zu bauen, zu gucken, was gibt es. Jetzt neu auf der Liste ist Avocado und dann schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Geht das hier eigentlich auch kaputt? Ja, aber das stand die ganze Zeit draußen, hier ist gar nichts passiert. Okay, und jetzt fand ich es durchaus auch interessant, diese Holzwände, die Helden, vielleicht setzen wir die dann. Vielleicht könnt ihr ja mal schreiben, ob die haltbar sind, genauso haltbar wie die Steinwände oder was es damit auf sich hat. Denn nur wenn es dann schön aussieht, bringt mir das irgendwie nicht so super viel, wenn ich die ständig reparieren muss. Bei den Steinwänden ist es ja durchaus ein bisschen angenehmer. Naja, wir schauen mal. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal mit Ikarus. Ciao.